Hallo liebe Freunde und Fans vom Biergasthof Riedberg. Ich begrüße euch heute aus unserem Schanigarten. Das Wetter ist ja entgegen den Vorhersagen noch herrlich. Und darf euch kurz unsere Buchstabensuppe aus dem Monat April präsentieren. Wir fangen ab Dienstag an mit unserer Genussaktion Alle Spargel. Und der Daniel hat euch da in der Buchstabensuppe zusammengeschrieben, auf was man beim Spargel-Einkauf alles achten sollte, wo man schon einen aktuellen regionalen Spargel herkriegt, wo man schon kaufen kann. Er selber ist ein Everding daheim, also im Prinzip sitzt er an der Quelle. Dann werden wir ein Video machen mit Biercocktails. Ich habe schon einen da bei mir. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Die Susi hat einen Biercocktail kreiert und da werden wir ein Video dazu online stellen und natürlich als Rezept zum Nachmachen. Ich selber werde mich darum kümmern, um eine Reiseempfehlung zum Thema Bierreisen. Für meine Freunde und für unsere Fans, die von weiter her sind, wäre das einmal Gelegenheit, uns vielleicht am Riedberg zu besuchen. So ein Bierwochenende, Biererlebniswochenende bei uns zu verbringen, mit der Brauerei zusammen und. Ist, glaube ich, ein ganz tolles Programm. Nachdem wir ja auch Seminare anbieten, möchte ich auch so einen Ratgeber in der Art machen zum Thema Seminarplanung, auf was man da achten sollte, was die ganzen Tischordnungen heißen, wie die Pausenverpflegung ausschauen kann und. Dazu dann im Newsletter, in der Buchstabensuppe mehr. Zu unserer Genussaktion Alle Spargel haben wir dann auch noch ich habe eine Umfrage gestartet auf Facebook, da habe ich dann auch noch reingeschrieben, welcher Rezept das gern hätte. Und da ist der gebackene Spargel ausgewählt werden. Dazu werden wir dann ein Video machen zum gebackenen Spargel. Und das Rezept natürlich auch für euch online stellen. Ja, und noch im April kommt bekanntlich der Mai. Und im Mai, der wonnigste Monat, mit den wonnigsten Feierlichkeiten, nämlich dem Muttertag. Und wie ihr natürlich alle wisst, ist das ein Tag, wo der Andrang in die Wirtshäuser recht groß ist und darum auch jetzt schon der Hinweis, es ist noch nicht zu früh, auf der anderen Seite auch nicht zu spät, um für Muttertag schon zu reservieren. Noch sind Wunschtische frei, noch sind die Wunschzeiten frei. Je später das wird, desto eher müssen wir Kompromisse eingehen, was die Zeit und was natürlich den Platz betrifft. Gut. Das war es soweit für den Monat April. Ich wünsche euch ein schönes Monat, nur das beste Bier im Glas und in diesem Sinne auf zum Zuser, darauf ein Bier. Prost mit einem Biercocktail.